das. Wo sind wir hier? Das ist die Frage. Autsch. Wo zum Teufel stecken wir hier? Ich habe echt keine Ahnung. Na. Oh, das ist die Tour Touristenbranche. Und ich werde euch alle vernichten. Lass die Killer-Clown holen, du Langdosen. So lang ist meine Nase nicht. Na, aber riesig und lang. Deine Nase ist so lang wie Pinocchio seine. Du Pinocchio 2. Wie gerne wäre ich das nicht normal. Und warum schaut das? Du bist doch gerade so. Schaut mal. Da gerade für ein Bild hergetan. Das ist das Bild von Kaumischen. Opa. Jo. Ja, warum hast du das gerade da vorne gezeigt? Weil dir das nichts angeht. Eine schöne Aussicht. Aber jetzt, wo sind wir da, Oma? Ja, da frage ich mich ja auch. Warum nennst du diese Heini Wami überhaupt deine Oma? Weil ich sei Oma bin, Doktor, denke nix mit. Ich denke mit, du Schlauberger. Schlauberger Lulaufs Knack. Schlauberger Lulaufs Knack. Hört auf zum Lachen! Freundlicher Wiese, nimm mich mit! Und mich auch! Und mich auch! Nimm uns alle mit! Danke! Wir machen euch alle platt! Du! Zombie-Reiter, kommt da heraus! Mit euren Pferden! Oh, leichter gesagt als getan! Lauf! Laufen? Wohin denn laufen? Hast du sie nicht mehr alle? Los! Wow, die Schurken haben uns bald. Wow! Passt auf mit diesem Zwielichtspalt, da kann man leicht hängen bleiben. Ah. So, wir haben recht, los! Nein. Ja, du wirst leicht reden. Uah. Los, Leute! Ha, Loser, Feiglinge, Deppen, alles Mögliche! Wir kriegen euch sowieso hinten oder vorn! Los! Was du nicht sagst! Au! Redwein, wo bist du? Oma, der Redwein! Ich bin hier! Danke! Komm mit Zombie-Reiter 2! Ja! Los, Leute, weg hier! Ihr geht nirgendwo hin! Komm da auf, Akkord, ich hüpf dir! Los! Oh, meine Güte! Dang, 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 dang! Okay! Alter, sowas kann ich mir erinnern! Jump and run. Point. Oh, juhu. Klar. Da muss man meistens gefroren ausweichen. Den Vorstand des Sinon. Und die Steak. Boing, 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 boing. Klar. Junge, was denn? Juhu. Wer war das? Aua! Manu, sei doch vorsichtig! Kannst du mir aufhören, freundlicher Wiese, ja. Bitte? Das danke. Nächste Mal nicht so wenig. Okay. Leute, Manu hat recht, na los! Ja. Jupp, Autsch! Ganz wie ihr meint. Hui! Autsch. Weiter geht's. Au.
Hier komme ich. War wohl nichts. Au! Vorsicht! Piha! Hoppala! Das tut mir aber leid für dich, Knochenspinne. Autsch! Haha! Ich bin der Letzte, der noch da warum ist. Dafür bist du die Erste von euch, die untergeht. Vergiss es, sie ist doch schon gefallen. Diese idiotische Kuh hat meinen ganzen dramatischen Auftritt versaut, na warte, dafür verreiß ich dich auseinander wie ein hässliches Blatt Papier. Übrigens, echt gut, euch wieder im Team zu haben. Teufelshund, Anti-Venom und Sprenger. Ja. Los, Leute. Halt sie ein! Muskelmann, du Bengel! Was seid ihr da alles für Deppen? Ich, das war Squeeze. Genau, der Muskelmann hat sich doch in den Weg gelegt, du Dummian. Autsch. Freundlicher Riese? Freundlicher Riese, es wäre nett, wenn du uns alle hier holen könntest. Bitte. Moment mal, wo ist Rätwein? Da bin ich ja. Was? Moment mal. Ich glaube, ich habe Tannenzapfen verschluckt. Das bringt mich immer zum Niesen. Gut, Leute, die Schurken sind dicht hinter uns her. Wo war er? Der Gestütshelfer bereitet sich nicht hier auf. Ganzer Haufen von Deppen. Bewegung. Und jetzt unseren Haufen von Deppen. Du riechst doch selber mindestens genauso wenig hier wie ihr alle hier. Squeeze. Aber nur weil die einfach zu hinterlistig sind. Auch wieder wahr. Eine Sackgasse. Moment, warum rennen wir überhaupt vor denen weg? Warum kämpfen wir nicht einfach? Das kann ich dir sagen. Als Klaus uns teleportiert hat, sind wir durch die Schurkenlufthülle geflogen. Diese macht pro Flugsekunde die Kampfkraft eines Schurken um 0,90% stärker. Und wir sind dafür knapp eine Viertelstunde durchgeflogen. Oh wei, eine Viertelstunde. Ja, jetzt seid ihr platt. Oh nein, wir müssen uns wehren. Wir müssen abbauen. Wohin denn? Das ist eine Sackgasse. Guck doch mal, selbst da unten ist ein Zaun. Ja, stimmt. Dann springen wir einfach über den Zaun drüber. Weil der Boden da unten voll mit spitzen Stacheln ist. Wir sitzen in der Falle. So ist's richtig. Ihr sitzt sogar voll und ganz in der Falle. Und uns gefällt das. Ja, schon klar. Euch gefällt alles, was uns vernichtet. Richtig. Nein, nicht alles. Nur wenn wir es tun. Freundlicher Riese! Wir sind in Gefahr! Wir haben keinen Ausweg mehr! Die Schurken sind stärker geworden, freundlicher Riese. Jetzt sind sie stark genug, um uns zu vernichten. Was sollen wir nur machen, freundlicher Riese? Wir sitzen in der Fallen. Wow.
Wau auf, was reißt du da? Auf uns gegenseitig? Sollen wir jetzt eine Pyramide bauen? Ah, du meinst auf dem Hochsitz? Karl, warum bist du nicht auf die Idee gekommen? Warum lehrst du die ganze Zeit herum, statt irgendwas zu tun? Ich hab jetzt nicht einmal ein Wort gesagt. Nicht einmal einen Buchstaben. Halleluja! Boing! Wow. Karl! Scheiße! Er ist auf Dornenfeld gefallen! Irgendwer muss ihm da reiten. Wenn ich da reinsteige, dann kratze ich mir heute nochmal die Füße auf. Das übernehme ich. Einarbeiter nicht, du! Wie du meinst, Einarbeiter? Von welchem Dorn am Feld? Wo ist denn das ein Dorn am Feld? Da haben wir keine einzigen Dorne gestochen. Ich auch nicht. Karl hätte das Ganze alleine hingekriegt, also. Freundlicherweise, das soll jetzt keine Beleidigung sein. Aber für so einen starken, großen Riesen bist du echt wehleidig. Nö. Das war ein bisschen eine Beleidigung. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang. Vielleicht nehme ich auch lieber gleich einen ganzen Rucksack mit den Helden mit. Warte, nein, da lag ich in Korallonzeln auf. Bitte nicht runterfliegen, bitte nicht runterfliegen. Bitte nicht runterfliegen! Oh, willst du das wissen? Hast du das aber schon mal gemacht?